muss ja was tun. Ich brauche noch was anderes neben meiner Hausmeisterei. Aber als Friseuse findest du ja sowieso nichts Gescheites. Es muss alles gereinigt werden. Und Mottenstreifen werden auch gekauft. Das kostet aber alles Geld. Das haben wir nicht. Der Giancarlo sucht eine Aushilfsbedienung. Deins kommt auch gleich. Mach dein bloß einen Knopf zu. So, bitte schön. Jetzt keine Zeit. Ich kann mich ja nicht um dich auch noch kümmern. Ja, aber Martha, das ist jetzt wirklich ein Notfall. Weil in den nächsten Tag, da kriege ich einen Gips runter und sie hat mich nicht ein einziges Mal gesehen damit. Schauen Sie doch selber. Einen Gips hat er. Und auf Krücken geht er. Alles nur Theater. Nächsten ersten kriege ich ein Appartement. Bis dahin wohne ich in der Pension Erika Tratenwolfstraße. Und für was zahlst du das alles? Hast du Lotto gespielt? Das mit dem Apartment, das stimmt nicht ganz, weil ich hab nämlich gar keins. Dann hast du ja schon wieder gelogen. Ja, weil ich dich unbedingt wiederhaben wollte. Habt ihr es eigentlich schon eingestellt? Was? Eine zusätzliche Bürokraft, meine ich. Nein. Ja, würden Sie sich denn sowas zutrauen? Ja. Martha, ich will für dich sorgen. Du brauchst doch keinen Job. Ich hab doch sonst nichts zu tun, Costa. Das bisschen Hausmeisterei, das pack ich doch mit links. Und ich kein Geld. Außerdem bin ich nicht mehr die Frau, die daheim sitzt und wartet, bis du am Abend zum Essen kommst. Also, wie war jetzt das? Waldburger? Margarete. Bertha. Margarete. Warum bist du nicht reinkommen? Damit du schneller rauskommst. Bei uns geht's drunter und drüber, Costa. Wir machen die ganze Arbeit und den Stadtrat haben sie ins Parlament gewählt, samt seinem Hund. Und da jetzt sitzt er jetzt und bellt, gell? Da bellen sie alle. So, und jetzt gehen wir Hackern kaufen für die Wohnzimmervorhänge. Hab ich schon. Gut, dann hängen wir's auf. Hab ich auch schon. Und bei Friseur war ich auch. Und das hast du gar nichts gemerkt. Wunderschön schaust du aus. Nur, das hätte ich dir genauso gut auch machen können. Ja, aber leider, du hast zu wenig Zeit, Bodegaki. Ich bin eben eine vielbeschäftigte Frau. Eine vielbeschäftigte, strubbige Frau bist du. Das bist du. Ich drehe mir es vielleicht heute Abend noch auf. Ich muss sowieso noch bügeln, dann können wir schön trocknen. Und dann muss ich dich 2 Stunden anschauen mit deinen Plastikrollen am Kopf, gell? Du, sei lieb zu mir, sonst kriegst du heute nichts zum Essen. So. Dann gehe ich eben zum Giancarlo und kaufe mir Spaghetti. Für mich mit Gorgonzola-Soße. Wenn, dann Teufelssoße. Wuckeln sind das, keine Plastikrollen. Wuckel. Gell, Ilse Hase, das ist eine schöne Sache. Da kannst du jetzt sagen, was du machst. Meinst du nicht, dass du das irgendwann einmal zu mir auf die Bank tragen solltest? Das ist doch vorsinnflutig. Nein, nein, Ilse Hase, so sieht man immer gleich, für was man sich plant. Nicht? Außerdem habe ich ja ein Sparpickel, da hat sowieso bald nichts mehr Platz drauf. Was hast du denn drauf? Was hast denn du drauf auf deinem? Sag ich nicht. Sag's mir's ja auch nicht. Ja, wenn's bis du sagst, sag ich's dir auch. Komm, sag mir's. Gleichzeitig. Brav, Ilse, also jetzt kann uns nichts mehr passieren auf unseren alten Tag. Ich hab mehr wie du. Nächste Woche wird mein Bausparer fällig. Hund sind wir schon, hä? Berli, ich hab große Pläne mit uns. Okay, was denn? Wir kaufen uns eine schöne Eigentumswohnung. Wieso? Ja, weil wir es uns leisten können. Das Appartement verkaufe ich, dann schmeißen wir unsere Sparbüchel zusammen und den Rest kriege ich günstig von der Bank. Ja, wir haben doch da drin alles, was wir brauchen. Ein fließend Wasser, ein Licht, ein elektrisches. Das haben wir doch in Gräfelfing auch. Wie meinst du jetzt bitte Gräfelfing?
Erstens, Berli, brauchen wir eine größere Wohnung. Zweitens, wir können schon lange in eine feinere Gegend. Und in Gräfelfing könnte ich günstig an ein sehr schönes Objekt kommen. Den Plan habe ich auch schon. Ja, aber da bin ich ja ganz fremd. Da kennt mich doch niemand. Da kann ich genauso gut nach Düsseldorf ziehen oder nach Wanne-Eickel. Das ist jetzt wieder zweit, Berli. Ja, Gräfelfing ist auch weit. Das sind ja mindestens 40 Kilometer hin und retour. Ist es nicht, Berli. Lass mich nur machen. Ich weiß schon das Richtige. Glaub mir's. In Gräfelfing. Eine Forelle blau zum Beispiel, ja? Dauert nur 4 Minuten. Eine Forelle blau dauert 25 Minuten, weil man sie ganz vorsichtig ziehen lassen muss. Nein! In 4 Minuten ist serviert fertig. Da steht's hier! So schmeckt die dann auch. Hans Butschen, geh endlich heim. Ah, weil wir nämlich keine Ehe nicht mehr haben. Wann soll man denn eine Ehe haben, wenn du nie daheim bist? Du dein Kind? Jessica hier, Jessica hier. Jessica hier, vorn. Dann überhaupt nichts mehr wert. Ich bin doch bloß noch der Depp. Sei endlich stark. So ist. Du schaust aus und nicht an. Weißt du, ja, das fragt ich mich schon eine halbe Stunde. Aber ich will noch da bitten. Ja. Was bekommt ihr? Zweimal Spaghetti Diabolo, zweimal gemischter Salat. Ja, seid. Und zwei Bier. Bin schon da. Auf geht's. Eine halbe und einen Doppelten. Finden wir bitte ein Schleiferl. Warum kommst du denn so spät? Komm immer spät, das weiß ich schon. Heute war er aber sauer. Ich kann auch nicht mehr als von einem Job zum anderen hetzen. Ich war noch nie war ich in meinem ganzen Leben so fleißig. Genau, das fällt mir jetzt erst auf. Pah. Da habt ihr bald bestimmt keine Schulden mehr. Oh mein Costa. Habt ihr schon bestellt? Ja. Christa, jetzt komm endlich. Deine Haare kannst du auch wieder mal machen. Bin schon da, alles in Ordnung. Eine halbe und ein Doppelten. Glaub es mir, Martha. Eine Mikrowelle wert, das ist unglaublich praktisch. Was ist da jetzt praktisch? Zum Beispiel, du kannst blitzschnell auftauchen. Ich habe ja gar nichts eingefroren. Und hier kann nichts anbrennen. Da ist mir schon einmal was anbrennen, Costa. Mir ist noch nie was anbrennen, gell? Zum Wohl. Danke. Du kochst ja auch nicht mehr so oft. Was heißt das? Das heißt, dass ich dir die Arbeit erleichtern will, dass ich dir eine Freude machen will. Schau, Costa, mit so einem Mikrowellenherd habe ich aber keine Freude. Und du auch nicht. Weil mit so einem Herd, da fällt mir ja überhaupt nichts mehr zum Kochen ein. Und da müssen wir alle zwei verhungern. Mahlzeit! Zahlt ihr dann das nächste Mal? Ja, Chef, immer. Aber kriegst du wenigstens schon mal ein Trinkgeld. Merci. Oder nein, das kriegst du dann das nächste Mal mit mir passiert. Ja, Chef, wie immer. Servus, Gerhard. Josef, bleib dich da her. Ja, mein ich nur so. Einweh vielleicht. Ah, grüß Gott, Herr Wegmann, wie geht's? Grüß Gott, Herr Haselberg, es geht mir ziemlich schlecht. Das tut mir leid, ehrlich. Iha. Meine Katze ist krank, die Lady, sie liegt in der Tierklinik. Okay, was hat's denn? Ah, alles, da sterben also jeder. Da. Internationalhaus. International Haus. Ein Spracheninstitut, verstehst du? Was tust du in deinem Haus mit einer Sprachschule? Mei, Miete kassieren, und zwar kräftig. Von was soll denn ich die neue Fassade zahlen? Langt ja sowieso hinten und vorne nicht, ne? Besitz, wenn's hast, bist der arme Sau. Ja, und in welcher Wohnung wohnt dann jetzt die Martha? Direkt gegenüber von mir. Ja, die Merkel sind ins Hinterhaus gezogen. Weißt? Du, wenn du raufgehst zu ihr, dann sagst du, sie soll endlich ihr Türschild anbringen. Nein, ich geh nicht zur Martha. Das glaube ich, mag der Costa nicht so gern. So? Auf mich war noch nie jemand eifersüchtig. Nicht ums Verrecken. Das ist jetzt wurscht. Komm, geh mal hinter den Hof, ich muss mit dir reden. Das ist doch keine Schwierigkeit. Eigentumswohnungen gibt's doch genug in München. Wer hat ja überall umgewandelt. Ein Pulver musst du halt haben.
Ja, ich meine aber eher was Günstiges, weiß man da nichts. Nicht irgendwo da in der Nähe, weil das ist doch mein Viertel. Günstig geht halt gar nichts mehr. Will ja jeder sein Geschäft machen. Business, verstehst? Nur ich bin da der Depp mit meinen Billigmieten. Du bist kein Depp, Gerhard, du bist halt ein guter Mensch. Die Mieten erhöhen darf ich nicht, nausschmeißen darf ich auch niemand und verkaufen schon gleich gar nicht. Und das alles wegen dem geschissenen Testament, da bist du leicht ein guter Mensch. Aber wenn du geglaubt hast, dass deswegen meine Mieter ein bisschen freundlicher waren zu mir, nixes. Ja, und so eine Wohnung, also eine einzige Wohnung, darf man dir nicht verkaufen. Also günstig, meine ich. Mein Josef, wenn ich das derfert, dann hätte ich doch schon längst meinen Jugendtraum erfüllt. Fidschi-Inseln, verstehst? Aber einen Urlaub kann ich mir als Hausbesitzer nicht leisten. Meine Mieter, die fahren nach Griechenland, nach Spanien. Ich sitz in Heidhausen auf dem Bankel und schau blöd. Oder? Schau ich vielleicht nicht blöd? Doch, doch, Gerhard, freilich. Na also. Denkt dir nix? Ich wär auch bald blöd schauen. Wieder ein Bombenumsatz. Was sagst du? Du bist auch eine Bombenbedienung. Unpünktlich, aber tüchtig. Dies könnte ich jeden Tag brauchen. Das glaube ich schon. Aber wann lebe ich dann? Ich brauche auch noch irgendwann einmal Zeit zum Leben. Bertel, schau, 170 Mark habe ich verdient, samt dem Trinkgeld. Hast du was gemerkt, Christel? Was? Ich war heute noch gar nicht eifersüchtig. Auf wen denn? Trotzdem. Servus, Patrone. Ciao, Carlo. Was mag ich mit dem? Komm, nimm ihn mit. Auf geht's, Herr Ostermeier. Eine halbe Million und noch da bitten. Ja, ja, Herr Ostermeier, morgen. Es geht eine Träne auf Reisen. Ist schon gut. Ein geht auf die Reise zu dir. Komm schlafen, Budikaki. Es ist sehr spät. Wenn ich an meine große alte Küche denke, dann könnte ich weinen. So alles viel zu eng da herin. Meine Haare habe ich auch noch nicht gemacht. Du bist müde, Budikaki. Komm. Gut, dann bin ich jetzt müde. Aber erst schauen wir noch einen Sprung ins Wohnzimmer. Halt! Socken. Ja, so ist brav. So, jetzt. Schön, gell? Unser erstes gemeinsames Wohnzimmer. Das muss so gemütlich werden wie meine alte Küche. Nein, so gemütlich wie daheim bei meiner Großmutter in Griechenland. Wann meinst du, wenn wir endlich die Lampe kaufen? Erst müssen wir uns für die Möbel entscheiden. Es hat Zeit. Weil die sollen uns ja schließlich beide gefallen. Weißt du, ich mal gedacht. Wir machen das so richtig, so ganz super modern. Nein, wir machen eine schöne, gemütliche Powerstube. Nein, das machen wir auf gar keinen Fall, weil das nicht zu dem schönen Parkettboden passt. Das habe ich dir schon so oft gesagt. Aber das passt zum Kachelofen. Wir legen einen großen Wollteppich aus. Das habe ich dir auch so oft gesagt. Ich habe dir gesagt, dass wir das nicht machen, wenn wir jetzt endlich so einen schönen Parkett haben. Morgen mag's ihn wieder. Da habe ich mir gedacht, machen wir das Wohnzimmer. Weil das ist der größte Raum. Und da schlafen wir. Und da? Da könnten wir uns ein elegantes Esszimmer einrichten. Wenn wir wollen. Mir ist gar nicht gut in letzter Zeit. Ich habe immer so Schwindelgefühle. Nimmst halt einen Melissengeist.
Meinst du, das hilft? Im wievielten Stock ist es das gleich wieder da in dem Gräfelfilm? Im 7. Berli. Genau wie bei uns. Hilft überhaupt nichts. Weißt du, das Problem, das liegt ganz woanders. Jedes Mal, wenn ich da bei uns in den Lift einsteige, kriege ich Angstzustände. Das weiß ich ja gar nicht, Berli. Das hast du mir nie gesagt. Ja, weil du dir auch immer gleich solche Sorgen machst. Komm, setz dich her. Heute ist in der Zeitung gestanden, dass einer im 7. Stock in einen Lift gestiegen ist. Und dann ist er unten maustot ankommen, abstürzt, verstehst? Nein, Berli. Es gibt Millionen Lifte in Deutschland. Und passiert dort nur ganz selten was. Eigentlich nie. Warum ist der denn in der Zeitung gestanden? So eine Ausnahme. Ein Unglücksfall. Aber das ist noch nicht alles. Unser Balkon zum Beispiel, wenn ich da so von hoch droben runterschaue, dann kriege ich immer ein Würgen im Hals. Und dann wird mir schlecht ab dem Schlag. Mit anderen Worten, du willst nicht nach Gräfelfing. Doch, nein, jederzeit. Das ist jetzt ein Missverständnis. Es wäre halt nur schön, wenn sie vielleicht im Parterre was frei hätten oder im Souterrain, weißt? Haben sie da was frei? Nein, haben sie nicht. Hätte sein können. Geht's Ihnen nicht gut, Herr Wegmann? Alles in Ordnung? Meine Katze ist krank, die Lady. Zucker, Bauchspeicheldrüse. Ah ja, meine Kohlrabi sind auch alle eingegangen. Es ist die Umwelt. Es geht, Herr Wegmann, wie geht's? Tja. Hier, hilfst du mir bitte rauf dran. Gott, Helgerer, wie geht's? Hey! Entschuldigung! Blitzt schon! Sag mal, Bärl, kauft euch doch endlich einmal einen neuen Fußabstreifer. Der kostet doch nicht die Welt. Sag's ihr selber. Zwei halbe gegrillte Hähnchen. Warm. Und zwei. Ja, Moment. Magst du einen Karottensalat dazu? Nein. Und einen Karottensalat. Kleine Schale. Genau. Und bitte schön gleich liefern, nicht, dass die Händeln kalt werden. Haben Sie Fußabstreifer auch? Macht nichts. Wiederhören. Mit wem hast du jetzt da telefoniert? Die gnädige Frau lässt sich die Lebensmittel ins Haus liefern, weil bei uns wird jetzt nur noch telefonisch eingekauft. Hast du einen Hunger oder ich? Grüß die Mama. Bist du auf? Da ist ja gleich Mittag. Wieso gehst denn du nicht selber zum Einkaufen? Was sind denn das für neumodische Sitten? Weil das praktischer ist und weil ich keine Zeit hab. Die Frau ist stinkfaul. Geh halt du zum Einkaufen. Schließlich arbeite ich ein bisschen mehr wie du. Schönes Wochenende. Nein, Mama, bleib nur da. Die Christa muss dir was erzählen. Überhaupt nichts habe ich zum Erzählen. Weißt du, was die will? Die will ihren Job in der Arztpraxis aufgeben und 6 Tage in der Woche beim Giancarlo arbeiten. Als Bedienung? Als Köchin nicht. Sag mal, spinnst du? Erstens macht mir das mehr Spaß und zweitens verdiene ich da doppelt so viel. Ja, und drittens bist du dann immer bis in die Nacht weg. Dafür bin ich untertags daheim. Ja, wenn ich im Dienst bin. Christa, das kommt überhaupt nicht in Frage. Du bist gelernte Sprechstundenhilfe, medizinisch-technische Assistentin und keine Kellnerin. Du bist auch gelernte Friseuse mit Gesellenprüfung. Und was machst? Treppen putzen. Bin nicht wie ein Hund. Leg mich mal hin. Weck mir bitte schon, wenn die Händeln da sind. Liebes, gell?
und sensibel wie ein Sack Kartoffel. Ach, wären das Pfingstrosen? Nein, cool, Harvey. Rein biologisch. Ja, was fällt denn hinein? Ja, wir sind doch kein Gemüseladen. Oder ein Reformhaus. Oder was sind wir? Das sind ja viel zu eng zusammengepflanzt. Die können weiter auseinander wachsen. Also bei mir im Garten, ich hab solche drüber. Nein, ich hab das genau ausgemessen, das stimmt schon. Sieh, Herr Kraus, in mein Stiegenhaus kommen keine Kohlrabi rein. Lang mir so schon das Blärmezeug überall da. Recht hast gehört. Komm, ich muss da was sagen. Ja, soll ich den Kohlrabi unter das Bett stellen? Wisst ihr, Sandra, ich stell sie auf dem Küchenfenster. Komm, Gerhard. Geh. Also meine Großeltern, die haben sogar Hähne in der Küche gehabt, wie es kalt war. Da hab ich noch was gehabt. Hasselbeck, wissen Sie, dass meine Lady krank ist? Ja, heute geht's drunter und drüber. Na, 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 Josef, das machen wir nicht. Ich tausche doch nicht mit dir die Wohnung und zieh dann irgendwo hin, wo ich Miete zahlen muss, wo mir das ganze Haus gehört. Ich spinn doch nicht. Das ist eine rein rechnerische Überlegung, Gerhard, pass auf. Ich zahl dir 1200 Mark für deine Wohnung. Du zahlst mir 600 Mark für das Appartement von der Ilse. Das macht im Jahr für dich 7200 Mark zusätzlich. Schau, da steht's. Freilich? Ich sitz dann in dem kleinen Appartement und du in meiner Dreizimmerwohnung. Ich bin doch nicht blöd. Im Gegenteil. Schau, was tust du mit der großen Wohnung? Bist sowieso den ganzen Tag im Hof. Wenn's regnet, sitzt du in deiner Küche und die anderen Zimmer sind ungenutzt. Totes Kapital, verstehst? Das ist dann auch schon wurscht. Verstehst? Ja, und die Fidschi-Inseln sind ja die auch wurscht. Was kostet zum Beispiel, sagen wir, ein vierwöchiger Urlaub auf den Fidschi, so mit Flug und Verpflegung und allem? 8000 Mark! Siehst, das Geld hätte ich dir geben, wenn du so stur wärst. Du schenkst mir ein. Guten Tag. Du schenkst mir einen Fidschi-Urlaub? Ja, eher so als Mitverrastung, habe ich mir gedacht. Ja, das könnte ich ja sowieso verlangen, wenn ich wollte. Und eine saftige Kaution jetzt kriegen. Ja, das sowieso. Ja, und was machst du, wenn ich dir eine Mitvorauszahlung geben tät? Und eine Kaution und 2 Wochen Fidschis umsonst? Ja, das gesagt 4 Wochen. 2 Wochen. Bei 4 Wochen würde ich sagen, ich denke vielleicht einmal darüber nach. Also entweder dir fällt bei 2 Wochen was ein, oder wir lassen es bleiben. Gut ist, lassen wir es bleiben. Ich kann ja mittags einmal kalt essen. Dafür koche ich dann am Abend richtig. Und dann gehen wir ins Kino. Es gibt einen guten Western. Ins Kino? Bei dem Wetter? Gut. Dann gehen wir in den englischen Garten. Entschuldigung, Costa. Schön. Und dann trinken wir ein Maß Bier. Du bist weg. Das ist der Maß. Da sind's doch heute alle gekommen. Außerdem habe ich keine Lust zum Fortgehen. Ich hab mir die Christa versaut. Und die Wohnung ist nicht putzt und schau, wie ich ausschaue. Schaust halt da ein bisschen im Fernseher rein. Bei dem Wetter? Servus, Bertel. Servus. Bei euch gibt's halt auch nichts Gescheites, gell? Du, gell? Bist ein Trüffelkalbsleberwurst. Ach so. Magst du probieren? Nein, ist nass. Und Bier. Müssen wir Schuhbein gerissen? Hast du welche da? Hat die gnädige Frau keine. Abo. Bei mir nämlich keinen Haushalt haben, sondern eine ewige Notlösung. Hast du Lust? Gehen wir ins Kino. Ich wollte eigentlich zum Joggen. Was spielst du denn? Wir finden schon was. Hast recht. Bei der Hitze kann man eigentlich nur ins Kino gehen. Ja. Danke. Servus. Angenehmen Nachmittag, Herrschaften.
Ich bin der König vom Affenstaat, der größte Klettermaxu. Ich hüpfe gern von Ast zu Ast. Das ist für einen Sportler ein Klacks. Oh, Schubidu. Dschungelbuch, das ist für mich das Hexte. Das nächste Mal suche ich den Film aus. Geh du immer mit deiner Western nix mehr Schießerei und dann treffen sie dich mal gescheit. John Wick hat immer getroffen. Charles Bronson, der hat Schwierigkeiten. Sie gesehen, wie das Mädchen am Schluss den Mogli angeschaut hat. So, wenn es mich daheim auch einmal anschaut hätte, Christa. Dann probier's mal mit der Gemütlichkeit. Mit Ruhe und Gemütlichkeit und werfe deine Sorgen über Bord. Und wenn etwas appetitlich ist. Wie alt sind wir eigentlich? Alt genug, dass wir uns jetzt noch Würstel kaufen können. Nein, nein, wir gehen jetzt nach Hause. Die Christa hat bestimmt wieder nichts gekocht. Dann komm mit zu mir. Die Martha hat Schnitzel gebraten. Die Martha. Wie zwei Menschen so verschieden sein können, obwohl es Mutter und Tochter sind. Verstehst du das? Nein, aber ich bin froh. Also dann, gehen wir heim und sind wir froh. Warum kannst du die Haare nicht oben waschen? Jetzt habe ich gerade das Bad geputzt. Weil mein Vater ist allein da oben. Bist du noch böse? Ja. Du hast mir trotzdem die Haare auf. Sicher? Die Treppe habe ich ja schon geputzt. Wie meine Haare ausschauen, ist ja nicht so wichtig. Mama, entschuldige. Das ist alles nur mein Scheißtemperament. Ich freue mich auf die Zeit, wo ich endlich ein bisschen ruhiger werde. Hoffentlich erlebe ich's noch. Weißt du was? Jetzt waschst du der Adi Haar und dann trauen wir uns gegenseitig die Köpfe ein. Magst? Es gibt jetzt Friseure, die kommen ins Haus und kosten nicht viel mehr als im Laden. Das hast du natürlich schon ausprobiert. Aber wo? Na. Ich habe ja dich. Und du hast mich. Da habe ich was Gescheites. So. Die Kisten da muss auch noch in Versteigerung rein. Was hast du denn da drin? Lauter schöne Sachen. Wer soll das brauchen? Kein Mensch braucht sowas. Das ist ja das Gute, Schorsche, weil das, was der Mensch braucht, das hat er ja schon längst. Längst, verstehst? Das kauft er ja nicht mehr. Ein Geschäft, ein richtiges Geschäft, kannst du heutzutage nur mit Sachen machen, die der Mensch nicht mehr braucht, weil die kauft er dann. Jetzt Kim, mantel dich doch nicht so auf. Die Krampf, die hast du bei mir gelernt. Aber Spucknäpfe. Da ist doch nichts drin für uns. Jetzt bin ich gespannt, wann du endlich einmal anfängst, dass du mir vertraust. Nie. Grüß euch. Egerer. Vorsicht, das ist der Stuhl vom Prinzregent Leutbold. Ich koche einen Kaffee. Josef, ich hab's überschlafen. 3.000 Mark Kaution, 2 Wochen Fidschi, 10.000 Mark Mietvorauszahlung und die circa in der Apartment. Was sagst du? 7.000. 9. Komm, halt mich nicht von der Arbeit ab. 8. 5. Gerhard, schau, ich bin ja gar nicht mehr sicher, ob ich deine Wohnung überhaupt noch mag. Ich hab nämlich ein sehr günstiges Angebot in Gräfelfing. 7. Stock mit Lift, Sauna im Haus, Schwimmbad mit einer traumhaften Aussicht ins Grüne. Wie, was, Gräfelfink? Bis in die Berg kannst du nicht schauen, wenn's schön ist. 7, 5. Halt, nix. 6, 5, ein paar Mark mehr. Was haben wir jetzt gesteigert? 3 Wohnung. Jetzt hast du mich richtig reingelegt. Schorsi,
Und wenn du mir jetzt noch sagst, wie ich das der Ilse beibringe, dann bist du wirklich mein Freund. Habe die Ehre, Herr Wegmann, wie geht's? Der ist doch sonst immer so freundlich. Ich würde gern Mensch sein. Bertel? Danke. Mahlzeit. Danke. Ich tue mich nur noch schnell Haus frisieren. Ja, bitte. Sag ich ja. Ich gehe mir jetzt ausfrisieren. Habt ihr einen Ärger? Mhm. Alle, das merke ich doch. Muss ja nicht jeder immer gleich einen Ärger haben. Genau, wir sind ja schließlich eine Familie. Wir müssen zusammenhalten. Mahlzeit. Jetzt schau dir das an. Du hast die großen Buckel genommen, jetzt sind für mich nur die kleinen geblieben. Jetzt kann ich wieder von vorne anfangen. Jetzt setzt du dich endlich her und isst mit uns. Wird ja alles kalt. Ich schau so blöd aus. Weil wir gerade alle so fröhlich sind, sag ich euch, wie es ist. Ich habe meinen alten Job gekündigt und arbeite jetzt nur noch beim Giancarlo. Ja, was habt ihr denn? Das macht sie doch gut. Christa, das machst du rückgängig. Ich habe mich nicht für deine Ausbildung quergelegt, bloß damit du dann als Bedienung arbeitest. Martha, das ist doch eine Arbeit wie jeder andere. Die Dimitra arbeitet auch in einem Lokal. Wer ist jetzt gleich wieder die Dimitra? Die Frau, die sich von ihm hat scheiden lassen. Siehst du das? Das war nicht der Grund. Außerdem, die Dimitra ist in ihrer Arbeit ganz großartig. Dann ist ja recht, wenn sie alles so großartig macht, deine Dimitra. Denkt euch nichts, das ist der Wochenendstress. Am Montag vertragt euch schon wieder. Jetzt ist endlich weiter. Eine Dreizimmerwohnung in München für 600 Mark Miete. Sag einmal, haltst du mich für ganz blöd? Das glaubst du jetzt nicht, gell? Das kann ja nur Bruchbude sein. Wahrscheinlich mit Kohleofen und ohne Bad. Und überall der Schimmel drin. Schaut das halt anders, ist das schon. Und wo ist sie dann, deine Wunderwohnung? Das ist eine Überraschung. Deine Überraschungen, die kenne ich schon. Jetzt pass auf, Hasi. Wir schauen uns heute Abend die Wohnung an. Und wenn ich gelogen habe, dann ziehe ich mit dir nach Greffel. Das klingt vernünftig. Jetzt, wo ich nass bin, hört es zum Regnen auf. Gemein. Eingekauft habe ich auch nichts. Entschuldigung, Costa. Aber ich glaube, wir müssen heute schon wieder zum Essen gehen. Süß schaust du aus. Komm. Lammkeulen mit Kartoffel und Zitronensaft. In 30 Minuten können wir essen. Aus dem Mikrowellenherd. Richtig. Ich esse aber nichts aus dem Mikrowellenherd. Das habe ich schon so oft gesagt. Probier doch erst mal. Lass dich überraschen. Ich garantiere dir, das schmeckt ganz toll. Ja, dann ess doch selber, wenn es dir so toll schmeckt.
Eigentlich habe ich mir unser Zusammenleben anderes vorgestellt. Wenn ich dir auf die Nerven gehe, dann brauchst du das nur zu sagen. Das können wir ändern. Nicht blinzeln! Jetzt bin ich aber wirklich gespannt. Das ist ja fast wie Weihnachten. Freilich. 7,80 geht auch die Grün. Geh, sei so gut und zahl das Taxi. Halt, halt, nein, nein, ich zahl schon, ich zahl schon. Das ist ja das Haus von der Martha. Ballernstraße 19, jawohl. Wo soll ich da? Ja, wohnen ist sie, Hasse. Wir haben die schönste Wohnung gekriegt vom ganzen Haus. Das kommt überhaupt nicht in Frage. Ja, wieso denn? Du wolltest doch unbedingt eine größere Wohnung. Ich möchte sofort heim. Ja, aber das ist doch dein neues Heim. Schau, da steht sogar. Weißt du, was das heißt? Ilse Hasse. Passt doch alles ganz wunderbar. Der Einzige, dem das alles passt, das bist du. Dass du bei jedem Problem wieder zu ihr rennen kannst. Ich spinn doch nicht. Ich zieh doch nicht ins Haus von der Martha. Ja, aber die freuen sich doch alle schon so auf dich. Erzähl mir doch keinen Blödsinn. Schau, wenn ich mal auf Geschäftsreise bin, dann bist du nicht allein. Ja, dann hast du jemanden, der sich um dich kümmert, der auf dich aufpasst. Die Martha. Alle, wie's da sind. Das hast du schön ausgedacht. Ha, aber da spiele ich nicht mit. Dieses Mal nicht. Da kannst du jetzt machen, was du magst. Ilse Hasse, das ist doch mein Viertel da. Da bin ich doch aufgewachsen und in die Schule gegangen. Und auf der Postwiesen haben wir Indianer gespielt und Trapper. Und wenn's dich zerreißt, ich zieh da nicht ein. Nicht ums Verrecken. Glaubt man, ich kann nicht nach Greffel finden. Das heute seelisch nicht durch. Ich bin ein Mitternachtsgeborener, ein Schwerblütler. Das ist mir scheißegal, was du für ein Blut hast. Dieses Mal nicht. Der spinnt komplett. Vielleicht sagen sie mir endlich, was los ist. Ich weiß ja gar nicht, wo ich anfangen soll. Darf ich noch einen haben? Oh. Ist ein bisschen eng, gell? Also, was gibt's? Der Koster ist nicht da. Nein. Ihr habt einen Streit, gell? Wegen was habt ihr gestritten? Und wie schauen sie denn aus? Wisst ihr was? Gehen sie wieder heim. Blöd daherreden kann ich selber. Entschuldigung, Martha. So habe ich das doch nicht gemeint. Ich bin ja selber ganz am Boden. Glauben Sie mir's. Haben Sie noch einen für mich? Der Josef wollte, dass wir da herin einziehen. Bei Ihnen im Haus. Das hat mir gerade noch gefehlt. Wieso? Weil ich heilfroh war, wie er damals endlich ausgezogen ist. Und weil er mir schon ohne, dass er da herin wohnt, pausenlos auf die Nerven geht. So. Mir hat er gesagt, dass Sie sich freuen würden, wenn wir da einziehen. Und das glauben Sie? Wieso nicht? Dann sagen Sie mir bitte schön einen Grund, warum ich mich da freuen soll. Einen einzigen Grund. Prost. Ich bin eine tüchtige Frau. Eine anständige. Wir sind ruhige und solide Mieter. Der Josef ist ein Geschäftsmann mit einem guten Einkommen. Sie könnten froh sein, wenn sowas wie uns überhaupt kriegen täten, da herin. Kennen Sie Altötting? Ja. Da gehe ich jetzt hin, Wallfahrten. Und zwar auf die Knie. Nur damit Sie nicht in mein Haus einziehen. So schaut's aus, Frau Haselbeck. Gute Nacht.
ist alles nicht mehr so wie früher, Bettel, glaubt man's. Früher war's genauso. Eben nicht. Früher hat der Mann das Geld heimgebracht und die Frau hat folgen müssen. Es war alles viel praktischer. Ich hab mir schon überlegt, ob ich nicht zum Teppichknüpfen anfangen soll, weil ich jetzt den Abend alleine habe. Das ist aber jetzt das Letzte, das sage ich dir. Das bestimmt allebei noch ich. Auf den Tisch müsste man dann so richtig sauber auf den Tisch nach. Das glaube ich, wird bei mir langsam Zeit. Also die Marta Costa, das ist wirklich die Höhe. Wie die mich beleidigt hat. Eine Unverschämtheit ist das. Komm, Ilse. Erzähl das alles dem Josef. Da drüben sitzt er. Weiß ich doch. Aber mit dem rede ich nicht mehr. Mit dem bin ich nämlich verkracht. Mit wem bist du eigentlich nicht verkracht? Jetzt werde ich dir mal was erzählen. Christa, bring mir ein Glas Wein. Ja. Stell dir vor, Costa, der hat doch allen Ernstes von mir verlangt, dass ich da in das Haus von der... Ilse, bitte. Ich hab meine eigenen Probleme. Na gut, bitte. Danke. Der darf ein Glas Wein schicken. Kommt sofort. Christa, eine halbe und ein Doppelten für einen Ostermeier. Darf ich mich zu einer setzen? Bitte schön. Und jetzt? Nee, Herr Grimm. Ostermeier, es geht mir ja nichts an, aber warum sind jetzt Sie eigentlich unglücklich? Ich meine, Ihre Frau, die ist doch Tag und Nacht daheim. Eben. Weißt du schon, dass dein Papa da drüben sitzt, ja? Bei euch im Haus eine Wohnung für uns gemietet hat? Um Gottes Willen, die arme Mama. Wieso die arme Mama? Ich bin doch diejenige. Bei der Martha. Und die hat mich ganz furchtbar beleidigt. Dich übrigens auch. Das trifft mich jetzt auch nicht mehr. Wir ziehen jetzt sowieso nach Grevelfeld. Christa, bring mir einen Magen, bitte. Also mit dir soll man sich auskennen. Als will er plötzlich nach Grevelfeld. Ich werde es halt irgendwie durchhalten müssen in der Fremde. Vielleicht überlegen wir es uns noch einmal und ziehen doch eventuell in die Ballernstraße. Hm? Ich glaube, das könnte unter Umständen sehr interessant werden. Christa, Champagner! Schmeckt's. Nein. Wenn du willst, kannst du daheim essen. Ich hätte eine Lammkeule in der Mikrowelle mit jungen Zwiebeln. So. Lass dich überraschen. Ich garantiere dir, es schmeckt ganz toll. Ich wäre schon früher gekommen, aber ich habe ja noch. Zwei halbe und zwei doppelte. Nix, du gehst jetzt heim und zwar sofort. Sag ich dir dann schon, wenn ich heimgehe.
furchtbar, die jungen Leute. Den ganzen Tag nichts wie streiten.